Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Emily's Home Sweet Home. Wir machen jetzt erstmal die nächste Prüfung. Die hier ist ja noch offen, die werden wir auch auf jeden Fall nochmal nachholen. So, Plage 2. Die Mäuse sind wieder da. Fange 33 Mäuse und erreiche das Ziel. Alles klar. So, Sorbet haben wir jetzt. Das ist auslaufsicher. Strauben bringt Bonustrinkgeld. Oh, der Ballon ist ja süß. Ach toll, können wir uns irgendwas kaufen? Ich glaube nicht, ne? 600. Doch, wir können die Theke verbessern und das hier. Wisst ihr was, ich glaube, ich kaufe direkt mal das hier, denn die Achterbahn wird bestimmt auch bald freigeschaltet. So, 33 Mäuse, eieiei, alles klar. So, wo haben wir das denn? Ach da, da ist es, da ist das Sorbet. Und da war auch direkt noch eine Maus. So, bitteschön. Das ist für dich, Billy, dich schicke ich hier hin. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo tauchen die hier so auf? Ich weiß es gar nicht, da ist noch eine. Ihr bekommt das und einmal das hier, bitteschön. Ich weiß noch gar nicht, ah, da oben. Ich weiß noch gar nicht, wo der Karl hier überall auftauchen kann. Deshalb hoffe ich, dass ich ihn jetzt auch wirklich überall finde. So, dann ist der Hut noch für dich. Bitteschön. Dann muss ich euch das Ganze hier öffnen, ne? So, wo ist er denn? Da ist er. Alles klar. Wo? Da ist er. Okay, 33 Stück, ne? Hui, da oben. Alles klar. So, da unten. Da wird auf jeden Fall aufgeräumt. Das macht die Samantha. Du bekommst einmal einen Hotdog ohne Senf. Und einmal diese wunderbaren Corn Dogs. Da ist noch ein Karl. Ich sehe dich hier echt nicht so schnell. Da ist er. Aber gut, wir haben ja auch ein kleines bisschen Zeit. Ne? Ich muss das ja nicht immer alles sofort hinbekommen hier. Das hätte ich zwar am liebsten, dass ich die alle sofort finde und dann ein bisschen mehr Ruhe habe, aber es geht ja auch so, ne? Irgendwo hier. Ich höre ihn immer, aber ich sehe ihn nie. Ach Manu, er war genau dahinter. Ich glaube, er war genau dahinter. So, dann bekommt ihr einmal das hier und die Limo dazu. Bitteschön, da bist du. Dann bekommt ihr einmal die Corn Dogs und auch eine Limo. Bitteschön. So, da oben mache ich mal eben auf. Jetzt muss ich aber mal wieder gucken. Da ist einer. Da ist einer. Billy, warst du schon hier unten? Ich weiß es nicht. Zweimal das hier für dich. Bitte sehr. Wo ist er noch? Da oben, hinterm Riesenrad. Ist aber auch eine Geräuschkulisse hier, ne? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Hab dich gefunden. Da wird aufgeräumt. Hier wird abkassiert. Da bist du. Ich habe schon über die Hälfte. Ach, super. Das ist ja wunderbar. Hauen wir direkt nochmal eine neue in die Fritteuse. So, dann ist das für dich. Da wird abkassiert. So, hier wird aufgemacht. Da bist du. Da bist du. Hier wird aufgeräumt. Genau. Wo bist du? Ich sehe dich gerade nicht. Da bist du. Alles klar. Ich würde mal schätzen, vielleicht 5 noch, so wie es jetzt aussieht. Oder 4. Keine Ahnung, da bist du. Na gut, vielleicht auch noch 8 oder 9. So, du bekommst einmal den süßen Ballon, den finde ich voll putzig. Da unten ist nochmal der Karl. So, du gehst hier hin, da bist du. Und wir haben es, 33 Mäuse. Ach, supi. So, da muss ich jetzt hier auf jeden Fall die Corn Dogs nochmal eben in die Fritteuse hauen. Das ist für dich. Dann mache ich hier oben ganz fix auf. Dann fülle ich hier nochmal nach. Was ist denn hier eigentlich das Maximum? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kommen da nochmal ein paar in die Fritteuse. Oh, habe ich die vergessen bei euch? Das tut mir leid. Ihr wartet jetzt schon voll lange, ne? Einfach nochmal Karl hinschicken. Ach, Karl hinschicken. Billy, Mensch, was rede ich hier? So, das für dich. Billy, die schicke ich hier hin. Oh. Oh, Problem mit der Punktzahl. Mehr Kombos. Ich muss mehr Kombos machen. Alles klar. Wir haben jetzt erst 879. Okay, okay, so, die mal wieder runternehmen. Genau, ich glaube, ich habe die gerade nicht runtergenommen, ne? Das war das Problem. Hier kann ich aber keine Kombo machen. Sie ist gerade erst gekommen. Doch, da können wir kurz abwarten. Dann öffnen wir hier. Eieiei, du bekommst einmal Sorbet und einmal die Limo. Billy, du gehst dahin. So, Sorbet ist fertig, bitteschön. Da machen wir eine Kombo. Samantha räumt auf. Das hier brauche ich gar nicht nachfüllen. Ihr bekommt... Nein, das waren die falschen. Einmal die Corn Dogs, einmal das Wasser und einmal das hier, bitteschön. Eieiei, noch 400 Punkte. Das kann echt ein Problem werden. So, Sorbet und Zuckerwatte. Alles klar, bitteschön. Da muss ich aber definitiv schon kassieren. Du musst hier hin. Mist, ich hätte am Anfang, ich hätte mich mehr auf die Leute konzentrieren sollen und nicht direkt auf Karl, ne? Ich glaube, das wäre ein bisschen klüger gewesen. Na komm schon, entscheidet euch. Einmal die hier und einmal das Wasser dazu. Dann nehmen wir das einmal mit, bitteschön. Bitteschön, aufräumen, abkassieren. Eieiei, das kriegen wir nicht hin. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. So, du bekommst das und das. Denn sie braucht jetzt ein bisschen... Eieiei, nein. Nein, ich glaube, das wird nicht klappen, oder? Wenn dann nur ganz, ganz knapp. So, du bekommst auch das und das. Dann kannst du noch einen Moment warten. Samantha räumt auf, Stunde der Wahrheit. Und? Wow, ganz knapp. 2 Punkte drüber. Krass. Das war jetzt echt heftig. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch noch funktioniert. Aber gut. So, Level 26. Gib dem Mechaniker die Werkzeuge. Okay.
So, kaufen können wir vermutlich nichts, ne? Wir haben ja gerade erst das ganze Geld ausgegeben. Eine Spinne? Seid ihr beide fertig? Denn wir müssen uns unterhalten. Neue Regel. Ihr macht eure Arbeit nicht, ihr werdet nicht bezahlt. Das kannst du ja nicht machen. Das ist ja wie Sklaverei. Samantha, leider funktioniert das so in der Realität. Wenn man in der echten Welt wirklich hart arbeitet, dann erhält man außerdem als Belohnung einen Bonus. Ach, und jetzt arbeiten die, oder was? Weil man denen einfach mal sagt, hier, komm, in der realen Welt gibt's auch einen Bonus. Aber gut. So, also, da haben wir die Kanne, da haben wir die Bohrmaschine, die brauche ich auch direkt. Da unten haben wir eine Zange, da haben wir irgendwas Blaues, da ist eine Säge. Du gehst dahin, das hier könnte ein Schraubenschlüssel sein. Okay, okay. Dass wir uns auf jeden Fall schon mal hier so ein bisschen die Sachen angucken. Ihr bekommt einen Hotdog ohne Senf und einmal Zuckerwatte, bitteschön. So, dann bekommst du die Säge. Wo habe ich die gerade gesehen? Hier, bitteschön. Dann haben wir nochmal einen Hotdog ohne Senf und die Limo dazu. Dann kassieren wir ab und ihr beide wollt hier oben einsteigen. Okay. So, davon sind noch zwei da. Oh, Karl, da bist du. Ich habe dich gesehen. Da hinten, ah, da liegt ein Schraubenschlüssel. Okay, wo ist der Schraubenzieher? Den habe ich noch nicht gefunden. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden, oder? So, mal eben kassieren, da mal eben öffnen. Also, Schraubenschlüssel. Da ist irgendeine Zange. Oh, sorry, habe ich da eine komische Corn Dogs vergessen? Das tut mir leid. Da ist auch eine Zange oder irgendwie sowas. Wo ist der? Wo ist der? Hinten rot, hinten rot. So, du gehst mal eben fix dahin. Dann bekommt ihr einmal das hier, einmal das. Nee, zweimal das und das dazu, bitteschön. Du gehst danach hier unten hin. Shit, wo haben wir den denn? Wo ist denn der Schraubenzieher? Mist. Wo ist denn der? Hier kann ich mal eben auffüllen. Das ist es ja nicht. Das ist doch eine Zange. Das ist was ganz anderes. Da haben wir einmal das Sorbet und den hier. So, bitteschön. Abkassieren. Hier öffnen. Ich finde den nicht, Leute. Ich finde den nicht. Hier müssen wir abkassieren. Shit. Das ist es nicht. Hier wird aufgeräumt. So, abkassieren. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Hier unten ist gar nichts. Ich muss die Corn Dogs machen. Ihr wollt da rein. Ja, okay. Ich muss die aber eben runternehmen. Oh, das wird schwierig. Wisst ihr, was ich... Was war jetzt daran schon wieder falsch? Ich schummel mal eben ein bisschen. Da ich das Gefühl habe, dass wir das sonst nicht hinkriegen, wird jetzt einmal ausnahmsweise ein bisschen geschummelt. So, also hier ist es nicht, da oben ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Wir brauchen noch 3, 4, 5, 6. Also 1, 2, 3, 4, 5. Okay, die 5 haben wir. Es fehlt tatsächlich der Schraubenzieher. Wo ist der, Leute? Ich sehe den nicht. Der ist bestimmt ganz mies versteckt. Der liegt hier auch nicht rum, ne? Ich sehe den nicht. Es kann jetzt natürlich noch sein, dass er irgendwo hier am linken Bildrand ist. Das wäre noch möglich, weil hier sehe ich ihn gerade... Ja, da ist er. Das erleichtert das Ganze wirklich, wenn man kurz auf Pause drückt. Ich weiß, das ist ein bisschen Schummeln, aber ich hoffe, das ist schon okay für euch. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich auf die Idee gekommen bin, das zu machen, ne? Das ist mir vorher gar nicht eingefallen. Mensch, das hätte ich doch immer machen können. So, die müssen dann auf jeden Fall runtergenommen werden. Und dann hoffe ich, dass wir das auf jeden Fall noch hinbekommen. So, die nochmal rein. Du bekommst jetzt... Moment, nein, die mal eben raus. Moment. Ach, das mit den Corn Dogs, da finde ich echt blöd. So, dahinter ist das, ne? Da, genau. Das bekommt er. Hier wird geöffnet. So, die kommen nochmal schnell in die Fritteuse. Ihr seid da fertig. Bedeutet, Samantha räumt auf. Wir kassieren gleich. Wir kassieren jetzt. Nicht, dass sie zu lange warten muss. Eieiei, es könnte aber trotzdem noch... Ja, es könnte trotzdem noch ein Problem werden. Dann möchtest du... Ist es das hier? Nee, das hier. Das hier. Falsch. Sorry, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, eins von beidem ist es. So, bitteschön, dann einmal Limo und das hier. Ich sollte aber kassieren. Und dann mache ich da auf. Ei, das könnte ein Problem werden. Also, den ersten Stern kriegen wir, aber ob wir die 3 kriegen, das ist fraglich. So, einmal Zuckerwatte und einmal Hut. Bitteschön. Wo ist denn jetzt der Hammer? Ach, da. Der blaue ist der Hammer. Okay, dann einmal Wasser und Hotdog ohne Senf. Bitteschön. Dann geht Billy hier hin. Kannst du noch ein Momentchen warten? Die müssen doch genau jetzt fertig sein. So, Billy, als nächstes gehst du hier hin. Und dann haben wir den ersten Stern gleich. Ihr bekommt einmal einen Hotdog. Bitteschön. Und das dazu. Und dann nehmen wir direkt die Zange mit. Bringen dir die Zange, bringen dir das. Schnappen uns das hier für dich. Ein Stern erreicht. Yay, supi.
Hat das denn jetzt hier als Kombo gezählt? Ich weiß es gar nicht, ich konnte gerade überhaupt nicht drauf achten. So, die Hüte können wir nochmal auffüllen. Dann bekommst du einmal die hier und das dazu. Bitteschön. So, wenn ich dir mal eben fix das hier bringe. 25 vollständig plus 100. Ach so. Hat das echt keine Kombo gebracht? Na, macht ja nichts. Also den dritten. Na, den dritten, ich weiß ja nicht. So einmal ein Hotdog mit Senf ist das, ne? Und das hier dazu, bitteschön. Dann kassieren wir. Du bist der Letzte, der jetzt bestellt, ne? Bringst du 40 Punkte? Das wäre natürlich famos. Bringst du 40 Punkte? Und? Ja! Oh, geil, Limo freigeschaltet. Ach, cool. Aber auch ganz knapp, 15 Punkte drüber. Jungs, das war heute absolute Spitze. Haben wir einen Bonus erhalten? Nein. Dafür gibt es einen Bonus. Die harte Arbeit hat wirklich etwas bewegt. Oho, da rückt die Emily die Kohle raus. Oh, schön. Emily. Danke. Oh, hat sie sich sogar bedankt. Das ist ja schön. Das ist ja ganz wunderbar. So, probieren wir denn die nächste Prüfung nochmal? Starte drei volle Achterbahnen. Okay, machen wir erstmal das hier. Danach kommt schon wieder eine Prüfung. So, angebratenes Brot. Okay, verwenden. Das kommt jetzt hier hin. Die Limo haben wir jetzt hier. Und was sagt der Laden? 650. Ach cool, was bringt denn der Brunnen? Hm, beschleunigt Emilys Schritte. Und hier bist du schneller beim Speisen und Getränke zubereiten, ne? Da wir noch keine Speisen haben. Zumindest hier unten nicht. Ach doch, klar. Doch klar haben wir da die Speisen. Was rede ich? Wir haben noch keine Speisen. Egal. Hehe, Leute. Ich war in ganz Nackfurt unterwegs. Jeder spricht von unserem großen, spektakulären Sommerfest. Ja, sie sprechen darüber, wie langweilig es ist. Leute, bitte, für uns ist das eine große Sache. Papa, bitte, wir wollen nicht das ganze Wochenende arbeiten. Es ist das letzte Wochenende in diesem Sommer. Ich werde es wieder gut machen, ich verspreche es. Billy, deine Kinder haben während deiner Abwesenheit ehrlich die Kurve gekratzt. Naja, natürlich, das überrascht mich überhaupt nicht. Wie, was soll das denn jetzt heißen? Und trotzdem müssen die arbeiten? Naja, okay, dann sind wir hier wenigstens nicht alleine, ne? So, wir haben einen neuen Tisch. Starte drei volle Achterbahnen. Alles klar. Habe ich richtig geklickt? Nee, irgendwie nicht. Drei volle Achterbahnen. Okay. Bedeutet, da kommen zwei, die müssen dann warten, dann kommen wieder zwei. Eieiei. Da kommt schon die erste. Und das Ganze muss ich dreimal machen? Wow. Okay, dann warten wir jetzt ein bisschen ab. Er geht auch schon mal rein. Das ist supi. Und dann hoffe ich, dass die nächsten auch bald kommen. Jetzt war ich ein bisschen langsam. Ist der Karl etwas schon wieder weg? Ist der Karl schon wieder weg? Nein, da oben ist er. So, hier wird abgeräumt. Hier wird abkassiert. Möchtest du auch Achterbahn fahren? Nein. Wow, er möchte fahren. Okay, sind drei volle Achterbahnen. Also eine volle Achterbahn. Alles klar, so, dann leg mal los. Das hier ist für dich. Und das ist für dich. Bitteschön. Dann wird direkt kassiert. Billy geht dahin. 1875 Punkte. Was? Jetzt kriegt ihr auch noch... Oh Gott. Wow. Das ist ja mega krass. Da kriegen die auch noch alle ein Foto. Das muss ich alles einzeln anklicken. Okay. Habe ich nicht am Anfang noch gesagt, ach ja, das wird bestimmt easy. Da kaufen die nur ein Ticket oder so. Ja, ja, Pustekuchen. So viel dazu. So, angebratenes Brot. Bitte schön, legen wir hin. So, dann einmal das dazu. Bitte sehr. So, wir müssen noch warten. Wollt ihr zufällig Achterbahn fahren? Nein. Wollt ihr zufällig Achterbahn fahren? Wollt ihr Achterbahn fahren? Ja, wollt ihr. Ach, supi. So, Achterbahn starten. Ab geht's. Hier wird abkassiert. Da wird aufgeräumt. Hier können wir nochmal nachfüllen. Davon schnappen wir uns ein. Davon und davon. Bitteschön. So, das ist für euch. Jetzt könnte ich doch direkt 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Bitteschön. Einmal Ballon und einmal Limo. Bitte sehr. Billy, du gehst fix hier hin. Ich kassiere mal eben. So, dann schmeißen wir nochmal eben neues Brot in die Fritteuse. Angebratenes Brot mit Ketchup? Was ist denn das? Was ist das für ein merkwürdiges Essen? Keine Ahnung. So, Billy, hier hin. Samantha räumt auf. Ich kassiere. Davon haben wir vier. Das passt soweit. Ihr entscheidet euch noch. Da kann noch einer rein. Wollt ihr Achterbahn? Ach, Riesenrad fahren? Ja, ne? Wollt ihr? Okay, dann bekommt ihr das und die Cola dazu.
Hälfte der Punkte haben wir, okay? Gehst du, du gehst nicht in die Achterbahn. Okay, warum nicht? Hier wird aufgeräumt. Ich hoffe, der Junge kann noch einen Moment abwarten. Ihr geht in die Achterbahn, ne? Jo, dann bekommst du einmal das und den Ballon. Bitteschön. Ja, ihr müsst euch noch kurz einen Moment gedulden. Da kommen hoffentlich gleich noch zwei andere oder aber vier andere, je nachdem. So, Junge, kannst du noch ein bisschen warten? Das wäre total super. Die da oben verlieren schon ihr Herz. Zweimal Hotdog. So, bitteschön. Oh, 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 nicht das Herz verlieren, nicht das Herz verlieren. So, hier öffnen wir. Kann ich dich eigentlich dahin schicken, Billy? Geht das? Nee, ne? Natürlich nicht. Ey, ich muss die fahren lassen. Die sind schon mega... Ich muss die fahren lassen. Das geht ja nicht, sonst komme ich ja gar nicht mehr klar. Bekomme ich nachher gar keine Punkte. Warum will jetzt niemand mehr Achterbahn fahren? Was soll das? So, das für dich? Bitteschön. Boah, die sind schon mega, mega wütend. Bitteschön. Ja, hier in dem Foto. Bitte sehr. So, dann ist das für euch und das für euch. Ich hoffe, da kommen jetzt noch welche. Ja, die beiden wollen wieder fahren. Das ist schön und gut, aber... Aber trotzdem... Ah, da sind die nächsten. Supi, hier kassieren wir. So, und du bekommst einmal das und das. Bitteschön. Dann kassieren wir hier. Dann öffnen wir hier. Genau, dann lassen wir euch direkt losfahren. Supi, einen Stern haben wir. Das haben wir auch erreicht. Bringt uns das keine Extrapunkte? Das ist ja gemein. Ach, Manu. Schade. Billy, geh mal bitte hier hin. So, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Ich weiß gar nicht, ob ich dreimal klicken muss. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. So, einmal ein Hotdog ohne Senf und das hier für euch. Dann muss ich hier eben kurz öffnen. So, Brot haben wir auf Lager. Wir haben Hüte auf Lager. Das ist super. Und den zweiten Stern haben wir auch gleich. Ich hoffe, wir bekommen dann auch den dritten. So, das noch und das noch. Bitteschön, bitteschön. Haben wir da auf jeden Fall schon mal eine Servier-Kombo. Herzballon freigeschaltet. Und du bekommst das und den Hut. Was sagt die Punktzahl? Oh, Mist. Mist, hätte ich mal nicht kassiert. Aber die bringt 20, ne? Jo. Supi. Sehr schön. Was um alles in der Welt machst du da eigentlich? Tut mir leid, Kumpel. Ich befolge nur meine Befehle. Ansonsten verliere ich meine Arbeitsstelle, klar? Aber der Stadtrat hat noch nicht einmal über die Autobahnzufahrt abgestimmt. Bei manchen Angelegenheiten hat er gerne einen kleinen Vorsprung. Vor allem bei diesen abbruchreifen Häusern. Und wie viele Unterschriften haben wir schon? Noch nicht einmal annähernd genug. Wir werden die benötigten Unterschriften rechtzeitig sammeln. Ich weiß nur noch nicht wie, aber wir werden es schaffen. Ach Patrick, es ist so schön, wie zuversichtlich du bist. Das ist so wunderbar. So, was wäre diese Prüfung hier? Erhalte 100 Extrapunkte für jeden Tisch, den du unterhältst. Okay, ich würde mich aber jetzt nochmal gerne hier dran versuchen. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich alles freigeschaltet, was in irgendeiner Art und Weise schnell vorbereitet ist, ne? Das hier bringt nur Bonustrinkgeld, das bringt uns also nichts. Ich meine, das ist ja genauso schnell vorbereitet, ne? Die sind ja beide schnell vorbereitet, nur dass das hier, wie gesagt, noch Trinkgeld bringt. Und das brauchen wir ja nicht unbedingt. Was haben wir jetzt hier? So, auslaufsicher, das ist schon mal gut. Das hier ist schnell vorbereitet, das ist auch gut. Was ist damit? Angebratenes Brot. Ist eigentlich egal, denn da haben wir nichts, was schnell vorbereitet ist. Und hier haben wir die Limo, die schnell vorbereitet ist und Bonustrinkgeld bringt. Okay, ich werde es jetzt mal so versuchen, vielleicht klappt das. Ich weiß ja jetzt auch mittlerweile, dass wir den Billy da nicht hinschicken können. Das sind dann schon mal ein paar extra Klicks, die ich mir erspare. Weil ich das ja beim ersten Mal doch ein paar Mal versucht habe, ihn da hinzuschicken. So, dann bekommt ihr das hier und das. Bitteschön. Da weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass ich das nicht mehr machen muss. So, das ist dann für euch 1000 Punkte, ne? Dann bekommt ihr einmal das und einmal das dazu. Bitteschön. Da muss ich auf jeden Fall gleich nochmal welche reintun. So, Zuckerwatte und das hier. Bitteschön. Dann hole ich die beiden wieder raus. Dann machen wir das so und so. Die auf jeden Fall wieder rausholen, genau. Dann haben wir einen davon und einmal das hier, bitteschön. Dann bekommt ihr noch einen Hotdog und einmal Zuckerwatte. Bin ich gespannt, ob das jetzt besser läuft. So, Hotdog für euch. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es läuft schon mal ein bisschen besser. Es geht echt alles ein bisschen schneller jetzt von der Hand, ne? Ich darf nur nicht so durcheinander kommen. So, das hier, bitteschön. Dann...
das hier wieder rauspacken. Genau, dann nehmen wir das und das. Ah, das klappt doch gut jetzt, oder? Ich kann mich daran erinnern, dass ich das letzte Mal sogar teilweise 4 Bestellungen hatte von einem Tisch, weil ich da nicht so schnell hinterherkam. So, das ist für euch. Dann haben wir mal das und das für euch. Sieht doch gut aus. Wir haben schon 750 Punkte. Ach, supi, das kann ich gerade nicht erkennen. Was wollt ihr? Ach, das hier. Bitteschön, da muss ich jetzt gleich nochmal wieder welche nachlegen. So, dann ist das für euch. Bitteschön. Dann holen wir die auf jeden Fall wieder raus. Ah, jetzt haben wir so langsam wieder 4. Gut, weil es natürlich einen kurzen Moment dauert. Wenn ich die hier nochmal anklicke, ne? Habe ich es richtig gemacht? Ja, habe ich. Ja, geschafft. Schön. Sehr schön. So, die kommen wieder raus. Ach, cool. Das ging jetzt doch schneller als gedacht. Ja, supi. Das freut mich. Schön. Die Frage ist, wollen wir noch eben die andere Prüfung machen? Ich finde, die Prüfungen gehen immer so schön schnell. Deshalb ziehen wir das einfach nochmal durch, ne? So, was war das? Erhalte 100 extra Punkte für jeden Tisch, den du unterhältst. Oh, 3000. 3000, alles klar. Ja, aber das müsste doch locker machbar sein. Wenn wir den Billy überall einmal hinschicken, dann ist es doch gut möglich. Ich weiß nur nicht, da habe ich vorhin nicht drauf geachtet, ob wir mehr Punkte bekommen, wenn wir eine volle Achterbahn losschicken. Das weiß ich nicht. Gibt es genauso viele Punkte bei einer vollen Achterbahn wie bei einer, wo nur einer drin sitzt? Das weiß ich nicht. Aber wir werden es sehen. So, Herzballon, das hier für dich. Hier wird abgeräumt. So, da wird abkassiert. Dann setzt ihr euch an den Tisch. Da schicke ich direkt den guten Willi hin. So, du bekommst dein Foto. Bitteschön. Dann lasse ich dich direkt wieder fahren. Hier wird abkassiert. So, die Hüte fix auffüllen. 2 davon. Einmal, was ist das? Ach, das hier. Alles klar. Und so, B. So, bitteschön. Das Foto für dich. Dann ein Herzballon und einmal das für dich. Bitteschön. Hier öffnen. Klappt doch ganz gut, oder? 715 Punkte. Du gehst hier hin. So, das kommt da runter. Können wir noch einen machen? Wir haben jetzt gerade kurz einen Moment Zeit. So, 100 Punkte Bonus. Hier wird abgeräumt. Dann ist das für euch und einmal die Limo dazu. Dann würde ich aber ganz gerne schon kassieren. So, jetzt kann ich vielleicht drauf achten. Die fahren jetzt gerade zu viert. Eben schauen, wie viele Punkte das bringt. Wenn die wiederkommen. Ich weiß es nicht, ob ich mich dann überhaupt drauf konzentrieren kann. Steht noch gar nichts, ne? Noch nicht. 30, 40? Ich habe es jetzt nicht wirklich gesehen. Ich weiß nicht. Ach, ich kann die Achterbahn auch alleine losschicken. Das ist hoffentlich, also mit nur einer Person, das ist hoffentlich nicht so das Problem. So, das dazu. Du möchtest fahren. Pass auf, wir machen das so. Dann haben wir da nämlich noch eine Kombo. So, dann lassen wir dich losfahren. Dann kassieren wir hier ab 1300. Du gehst hier hin. Billy, warst du schon unten? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, du warst schon unten, aber vorsichtshalber kann ich dich ja nochmal hinschicken. So, ihr bekommt einen davon und einmal die Limo. Bitteschön, das ist für dich. Dann schicke ich Billy hier hin. Dann muss ich das Brot hier runterholen. 1500, also die Hälfte, das ist supi. Da wird abgeräumt, das macht die gute Samantha. Dann bekommt ihr auch das Brot und das hier, bitteschön. So, dann kann ich da die Kette öffnen für euch. Wer kommt jetzt? Wo willst du hin? Du willst hier unten hin, alles klar. So, da wird abgeräumt. Ich hoffe, sie kann noch einen kurzen Moment warten. Ich hau noch mal eben kurz das Brot in die Fritteuse. So, du möchtest... Ach, Manu, 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 sie verliert das Herz. Sie hat es verloren, oh nein. Oh nein, oh nein, da wird abgeräumt. Kannst du denn noch einen kurzen Moment warten? Oh, ich muss die Kette aufmachen. So, dann bekommst du einmal den Hut und einmal Hotdog, bitteschön. Bitte kein Herz verlieren. Ich glaube, das hat noch geklappt. 2000 Punkte. Billy, du gehst dahin. So, hier können wir wieder auffüllen. Da haben wir noch 5. Ist Maximum 4? Ja, Maximum ist nach wie vor 4. So, Bonus 100 und 2 Getränke für euch. Bitteschön. Dann schicke ich euch direkt los auf eine wilde Achterbahnfahrt. Entzückendes Teeservie. Oh, eine Errungenschaft. Habe ich das richtig gesehen? 500 Getränke serviert. Wow. So, das ist für euch. Billy, du kommst hier an den Tisch. Die beiden sind fertig, bekommen ihr schickes Foto. Viel Spaß damit. 2200 Punkte. So, da wird abgeräumt. Hier wird abkassiert. Dann zweimal Limo, einmal Cola, bitteschön. So, davon noch 4, davon noch 5. Alles gut. Ja, es läuft ja momentan ganz okay, würde ich sagen. So, das ist für dich. Dann wird kassiert. Dann darfst du Achterbahn fahren. Er kann sogar mitfahren. Juhu, ab geht die wilde Fahrt.
hoffe, ich kann jetzt da stehen bleiben. Nein, er entscheidet sich. Aber gut, ist kein Problem. Kann ich ja einfach wieder hochlaufen. So, dann machen wir hier eine... Mist. Ich wollte gerade sagen, hier eine Combo, aber ich habe es ein bisschen verpeilt. Ich habe es ein bisschen verpeilt mit dem Hut. So, hier wieder auffüllen. 2700 Punkte. Billy, du gehst dahin. 2800 Punkte. Macht es dann. Hier müssen wir jetzt öffnen. Nein, müssen wir nicht. So, 2800. Da kommen die nächsten. Zweimal Zuckerwatte. Einmal das hier. Bitteschön. Sie geht oben hin. Billy geht hier hin. Hier machen wir die Kette auf. Oh, ich dachte, ich hätte schon gedrückt. Aber habe ich anscheinend nicht. So, ab geht's mit euch. 100 Punkte. Ja. Dann bekommt ihr einmal einen Hotdog mit Senf, einmal ohne Senf und einmal das Brot mit Ketchup. Bitteschön. Dann haben wir ein, zwei Bilder für euch. Bitte sehr. Dann bekommst du auch noch einen Hotdog. Und wir haben es geschafft. Bitteschön. Das ist für dich. So, Billy, du kannst aber trotzdem nochmal dahin gehen. Mehr Punkte sind immer gut. So, ihr bekommt einen davon und einmal Zuckerwatte. Ihr wollt nochmal Achterbahn fahren? Okay. So, du bekommst ein Hut und eine Limo. Bitte sehr. Schön. Schön. Er ist der Letzte. Was möchtest du, mein Lieber? Bestelle jetzt... Ach, ihr bekommt noch das Foto. Habe ich ganz vergessen. So. Dann bist du fertig. Die beiden müssen jetzt auch fertig sein. Genau. Hätten wir das auch geschafft. Oh, abkassieren. Schön. 3600 Punkte. Wow. Nicht schlecht. Juhu. Prüfung auch geschafft. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. 1, 2, 3, 4, 5 Level noch. Dann kommen wir zum wunderschönen Herbstmarkt. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.